Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Und ich habe es ja angekündigt, ich werde das einfach mal in den Multiplayer-Modus starten. Da ich keine Ahnung habe, werde ich genau das mit euch tun, nämlich keine Ahnung haben. Jetzt lesen wir erstmal, was die Missionen sagt. Templer haben Notre Dame geplündert und schmuggeln die Wertsachen durch die Kanalisation zum Hotel Dieu. Berg die Artefakte. Vorsicht! Eine Desynchronisation wird die Erinnerung zurücksetzen. Unentdeckt bleiben, um die Belohnung zu maximieren. Und jetzt können wir hier wählen, öffentlich spielen. Das ist das, was wir jetzt tun werden. Und die Suche läuft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Ich bin natürlich grottenschlecht ausgerüstet, muss man mal so sagen. Aber vielleicht ist ja mein Kompadre, der dann hoffentlich gleich beitritt, genauso schlecht ausgerüstet. Dann passt das wieder. Was wir in der Zwischenzeit machen können, ist... Spiel startet in Kürze. Okay, wir machen nichts mehr in der Zwischenzeit. Oha. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Erste Multiplayer-Mission. Das ist, denke ich mal, vom Ding her ähnlich wie bei Watch Dogs. Sodass man dann eben bestimmte Belohnungen nur über einen Online-Modus kriegt, die aber so nicht weiter Einfluss auf die Story nehmen. Und ich denke mal, dass man die immer wieder machen kann. La la la. La la la. Okay, los. Das Hotel Dieu, das älteste Spital in Paris. Es ist Jahrhunderte älter als die berühmte Kathedrale Notre Dame auf derselben Straße. Krankenhäuser, wie wir sie kennen, waren noch nicht erfunden. In diesem Spital wird man vermutlich eher krank als gesund. Die Templer schmuggeln gestohlene Artefakte aus Notre Dame durch die Kanalisation des Gebäudes. Geht rein und holt euch die Beute. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, der ist wohl etwas weiter schon ausge... okay. Dann wollen wir nochmal. Ich glaube, da geht's runter. Wollen wir noch erstmal runtergehen. Was hat denn er hier? Ach, der ist runtergesprungen einfach. Alles klar. Na toll. Ob das jetzt die optimale Variante ist, wage ich zu bezweifeln, aber wir haben zumindest keinen Alarm geschlagen, das heißt, wir stechen die jetzt einfach ab. Zu zweit sind wir natürlich noch stärker, weil die Wachen nicht mehr wissen, wen oder was sie decken sollen. So. Na, da hat einer noch was gesehen. Das unentdeckt bleiben können wir uns, glaube ich, schenken. So, und jetzt müssen wir wohl da runter gehen. Einfach mal ganz locker, lässig da rein. Dann werden wir mal sehen, ob hier noch mehr Wachen rumrennen. Die Frage, wo geht's hier runter? Was willst du mir damit sagen, Freund? Da geht's runter. Also man kann auch Ziele markieren. Da sind die Wachen. Okay, er kann wohl Schlösser knacken. Das könnte ich wahrscheinlich eher noch nicht. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht die ganzen Wachen auf uns ziehen, aber hier unten ist recht wenig los, wie es aussieht. Also wir müssen durch die Kanalisation. Da ist eine Wache. So. Alles klar. Da war eine Wache wohl eher. Was macht er denn hier? Ach, die ganzen Wachen töten. Heimlich und leise. Der hat natürlich bestimmt Waffen, die ich noch nicht habe. Was genau tut der? Der vergiftet die Wachen. Nicht schlecht.
Jetzt muss ich erstmal da runterkommen. Ach, hier geht's weiter. Oder auch nicht. Ich dachte, der hat Ahnung. Willst du mich verarschen oder was? Also doch wieder nach oben, wie es aussieht. Wo geht denn der hin? Hat das bald. Wir gehen oben rum, komm. Ich gehe jetzt einfach schon mal ein Stück voraus, vielleicht merkt das dann irgendwann auch. Da ist eine Wache. Jetzt nicht mehr. So, jetzt befindet sich die Ware irgendwo unterhalb. Können wir mal versuchen hier mit dem Markieren. Also dieses Koop finde ich natürlich schon verdammt cool, muss man so sagen. Und ab nach unten. Stechen wir die nochmal ab. So. Aua. Ich sehe nichts mehr. Scheiß drauf, interagieren. Und jetzt? Artefakte stehlen. Aufgabe abgeschlossen. Gebiet verlassen. Na gut, also die Mission war jetzt nicht besonders schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hätte ich ja alleine geschafft. Würde ich jetzt mal behaupten. Er hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, weil er gut ausgerüstet ist. Ich nicht. Ist aber auch am Level zu erkennen, dass er mal eben doppelt so hoch ist vom Level her als ich. Was soll's? Da ist wohl ein Ausgang. Ja gut, okay, das Schlösser knacken. Also da muss ich sagen, war ich froh, dass ich ihn hab. Dann ab nach draußen hier. Da oben ist gleich ein Schütze. Da sind mehrere Schützen. Ah, die Missionen sind so übelst einfach gehalten irgendwie. Uns nicht auf. So, optimales Zusammenspiel. Das hat doch gut funktioniert. Okay, er will wohl nach da gehen. Klettern wir mal drüber. Wir sind nämlich gleich draußen aus dem Gebiet. Und auch hier ist die Mission wieder erst abgeschlossen, ähnlich wie bei Watch Dogs, wenn beide aus dem entsprechenden Gebiet entkommen sind. Boah, gerade nochmal gefangen, oder? Das war knapp. Warte auf Flucht der anderen Spieler. Na, dann komm rüber. Geschafft. Die Baguette Boy Band, ernsthaft? So heißt der Erfolg. Fortfahren. Oh, was kommt jetzt? Das ist die Frage, kommt jetzt schon die nächste Mission, oder? Würde ich meinen, wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Ah ne, wir sind wieder rausgeportet worden, alles klar, abgeschlossen. Die Templersteuer. Und die können wir jetzt jederzeit wieder spielen, das finde ich ganz gut. Was ich allerdings mit den Multiplayer-Belohnungen jetzt anfange, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Kam jetzt auch kein Tutorial oder ähnliches. So. Synkpunkte aus. Fähigkeiten freischalten. Farben und Fähigkeiten anpassen mit Credo-Punkten. Genau. Ja. Gehen wir nochmal raus. Anpassung, Fähigkeiten, genau. So, was haben wir denn hier jetzt? Gesundheit, dickes Fell, etwas mehr Schaden aushalten,
Okay. Sprich, irgendwas tun gegen den Papierassassin. Geldbeutel. Aber mich wundert, dass das Pfeifen noch nicht geht. Phantomklinge. Auffüllpunkt. Okay, das ist eher für Multiplayer gut, glaube ich. Was haben wir hier noch? Betäubungsbomben. Und im Nahkampf. Das haben wir alles noch nicht freigespielt, beziehungsweise haben zu wenig Punkte dafür. Dass hier wirklich gar nichts geht mit hier, mit Pfeifen, das wundert mich. Schlösserknacker, abrollen, Doppelattentat, Luftdoppelattentat. Ja gut, okay. Ich glaube, wir sparen uns die Punkte erstmal noch. Wobei wir ja trotzdem... Nee, komm, also eins müssen wir mal skillen, dass wir hier mehr aushalten. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Jetzt haben wir noch einen Credo-Punkt. Also es gibt die Sync-Punkte, es gibt die Credo-Punkte und es gibt natürlich die normale Währung, die Fro. Sehr verwirrend das Ganze, finde ich. Was gibt's noch? Was? Guillotinenflinten? Mein Gott. Dead Kings. Diese Ausrüstung, aha. Das gehört also da dazu. Was ist das denn bitte? Ist das so eine Flinte? Axt und Mörser kombiniert, leck mich am Arsch. Okay, da haben wir noch was vor. Aber wir können ja Fernwaffen tragen. Wieso nehme ich eigentlich nicht schon lange mal eine Pistole eigentlich? Oder kann ich die noch gar nicht nehmen? Pistole. Amerikanische Steinschlosspistole. Arnos Pistole. Bündelrevolver. Vergoldete Pistole. Boah, die sieht ja cool aus. Die können wir kaufen, oder was? Nehmen wir doch mal die. Ich hoffe, dass er die jetzt auch gleich einsetzen kann. Ausgerüstet ist sie. Tatsache. Die Frage ist nur, wie schießen wir? Ah, jetzt. Okay, verstehe. Hauptsache unauffällig. Gut, dann haben wir das auch raus. Und ich würde auch sagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen wieder mal auf die Texte konzentrieren. Also in der Folge wird nicht mehr viel passieren, das kann ich euch gleich sagen. Ich werde jetzt nicht noch eine Koop-Mission machen, das wird man dann so ein bisschen verteilen. Und immer mal wieder. So für zwischendurch, dass ich nicht nur Zeug einsammle oder lese. So, Assassin-Informationen. Genau, das war nämlich von diesem komischen Hex... Nee, nicht Hexit. Hexit ist wieder was anderes, dem Helixriss. Die Belle Epoque, wörtlich übersetzt, das schöne Zeitalter, ist der Name, den man der Zeit zwischen dem Ende des Französisch-Preußischen Kriegs 1871 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 gab. Als Frankreich die Kriege und das Elend des 20. Jahrhunderts durchleiden musste, wurde diese Epoche nostalgisch als goldenes Zeitalter verklärt, das von Frieden und Wohlstand geprägt war. Ein besserer Name wäre für »Sie wussten nicht, was noch alles kommt« Epoche gewesen. Ja, stimmt eigentlich. Ah, Sean, du alter Zigeuner, ey. Man merkt's gar nicht, dass du die Franzosen hast. Naja, okay. Paris wurde damals schon als Stadt des Lichts bezeichnet und gewann dank technologischer Fortschritte immer mehr an Größe und wirtschaftlicher Bedeutung. Auch die Lebensqualität der Pariser verbesserte sich ständig. Und es gab damals noch nicht mal soziale Netzwerke. Wo ich darüber nachdenke, war das vielleicht doch eine ganz gute Zeit zum Leben, oder? Hashtag Scherz. Die Weltausstellung von 1889 verkörperte den Geist der Zeit und markierte den Bau des Eiffelturms. Er war ein Symbol für Frankreichs neue Stärke im Bereich des Ingenieurswissenschaften und die Belle Epoque selbst. Ebenso ikonisch war die Pariser Metro, deren Bau 1898 begann und die zwei Jahre später eröffnet wurde. Doch das waren nicht die ersten großen Errungenschaften dieser Ära. Die Freiheitsstatue war mehr als ein Jahrzehnt zuvor als Geschenk für die Vereinigten Staaten gebaut worden. Sie stellte die römische Göttin der Freiheit dar und feierte die amerikanische Unabhängigkeit. Na, eigentlich haben die nur gefeiert, dass die Engländer verloren haben. Gibt's doch zu, Mensch. Ja, von wegen Freundschaftsgeschenk. Das war ja als Verhöhnung gedacht, würde ich sagen. Doch während Paris sich zur kulturellen Hauptstadt der Welt entwickelte, in der Kunst und Literatur aufblühten, gab es auch politische und rassistische Spannungen.
Gruppen von Anarchisten, die in der Kultur der Cafés und Kabaretts, wie etwa dem Moulin Rouge, nur die Dekadenz der Bourgeoisie sahen, griffen zu terroristischen Akten. Bald sollte ein noch so weitreichender Schrecken diesem goldenen Zeitalter ein Ende machen. Ein Krieg, der den gesamten Kontinent in seinem Würgegriff hielt. Ja, das war dann der Beginn des Ersten Weltkriegs, dem natürlich die Franzosen auch wieder voll drin waren, ne? In den vor allem wir voll drin waren, um es mal vorsichtig zu sagen. Naja, egal. So, was haben wir denn noch? Die Brücken, das können wir uns ein anderes Mal anschauen. Was mich noch interessiert, ist bei Menschen über den Siver. Genau. Das haben wir nämlich geupdatet bekommen, als wir ihn getötet haben. Charles Gabriel Siver. Siver wurde am 1. Dezember 1725 in Louisbourg in Neufrankreich geboren. Sein Vater war Leutnant beim Schweizer Regiment de Carrière. Wie sein Vater entschloss sich Siver zu einer Karriere bei der Armee und diente in Neufrankreich auf den Westindischen Inseln, ehe er 1785 nach Europa zurückkehrte und eine Reederei eröffnete. Genau, eine Reederei. Das ist aber eine sehr diplomatische Umschreibung für Schmuggelgeschäfte mit Templer-Artefakten. Wir haben Daten, die Siver mit allem Möglichen in Verbindung bringen. Angefangen bei der Finanzierung von Haytham Kenways Operationen in den amerikanischen Kolonien, bis hin zum desaströsen Versuch, dafür fehlt dir die Freigabe, aber den sollte man besser im Auge behalten, klar? Er starb am 5. Januar 1791 in der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Assassin 1, Templer 0. Wie, mir fehlt die Freigabe, will der noch spoilern oder was? Oder will er eben nicht spoilern? War es das, was er damit sagen will? Was ist das hier? Ne, das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Aber wir können uns trotzdem mal umsehen, ob wir noch ein paar mehr Zeitungen finden. Hey, du. Oh, die Bram gibt immer Belohnung, das ist gut. So. Das wird natürlich immer mehr, was wir jetzt machen müssen, um überhaupt eine Belohnung zu bekommen. Was könnten wir denn noch auf die Schnelle anstellen, Mensch? Sag's mir doch. Wie wäre es denn mit... Habe ich die Truhe schon geholt? Ich weiß es gar nicht. Mach doch mal eine Schnellreise dahin. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Truhen ich geholt habe und welche ich nicht geholt habe. Beziehungsweise die Truhen, die noch da sind, ob ich die bewusst nicht geholt habe, weil ich da nicht hinkomme, oder... weil ich es einfach schlicht vergessen habe. Das sind jetzt die Fragen, muss man leider nochmal nachschauen. Ich bin halt... Natürlich kann ich mir das alles nicht mehr merken, im Nachhinein. Einfach aus folgendem Grund, ich habe zu viel am Laufen. Aber die kritische Phase ist auf jeden Fall überstanden vorerst. Das heißt, da es jetzt eigentlich immer gut funktioniert... Was will denn der jetzt von mir? Der hat doch gar nichts gemacht. Oh, nicht, dass der wieder auf mich schießt hier. Geh lieber. Ich glaube, das war die Stelle, an der ich so oft verreckt bin. Das muss ja wohl nicht sein. So, es könnte nämlich sein, dass hier eine verschlossene Tür ist. Mal gucken, ob da oben auf ist. Oh je, schnell da runter. So, jetzt dürfen wir erstmal die Wachen los sein. Da ist ein Fenster, wo wir einsteigen können. Die Truhe ist aber noch eine Etage höher. Das heißt, wir werden uns wohl oder übel durchkämpfen müssen. Oder war das doch mit der verschlossenen Tür? Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Wachen herkommen. Ich glaube nicht, dass die schon immer da waren. Da geht es jetzt nur runter. Aber ich habe ja, glaube ich, einmal Schlösserknacken schon geskillt. Genau. Drücken Sie A, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist, um den Stift zu lösen. Ja toll, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja! Geh mal schnell. Das ist ja übelst schwer. Ja, erfordert höhere Stufe. Vielleicht schafft man es ja trotzdem noch. Ein Dietrich habe ich noch. Ansonsten ist das Vorhaben erstmal gescheitert. Ja! Ich habe sie aufgekriegt. Deswegen läuft das so schnell. Willst du mich verarschen? Ich hab's doch geschafft, oder nicht?
Ich dachte, ich hätte getroffen. Wo haben wir denn einen Händler in der Nähe? In der Nähe, habe ich gesagt. Nicht am anderen Ende vom Viertel. Was hat das denn bedeutet? Du hast uns genug hingehalten. Verbrecher töten. So. Aua. Mensch, ich habe euch doch einen Verbrecher abgenommen. Den hättet ihr doch selbst getötet. Sonst seid doch nicht so engstirnig, Jungs. Auf die schwache Seite. Jetzt sollte aber langsam mal was passieren. Wie wär's denn mit einer... Oh, scheiße. Mit Sterben, ja genau. Grandiose Idee. Das war eigentlich nicht der Plan. Ich wollte eine Rauchbombe werfen. Ich habe keine Ahnung, was sich getan hat. Ich habe bestimmt 3 oder 4 Mal drauf gedrückt. Verdammte Kacke. Naja, immerhin sind wir jetzt direkt neben dem Händler. Ziel erreicht, würde ich sagen. So, interagieren. Verbrauchsgegenstände. Rauchbombe ist voll. Ich hoffe, dass die auch Dietriche verkaufen. Ja, das wäre jetzt halt der Hammer. Doch hier, Dietrich. Ja, was sind denn diese Phantomklingen eigentlich? Muss ich wohl erst freischalten. Berserkerklinge ist praktisch das, was in den anderen Teilen immer diese Giftpfeile waren, um die Gegner so ein bisschen dazu zu bringen, sich gegenseitig abzumurksen. Ist auch eine nette Sache. Glaubt mir, das ist lustig, wenn man dann zuguckt, wie die sich gegenseitig töten. Ich glaube, ich habe die falsche Truhe markiert. Obwohl, weißt du was, die Truhe lassen wir, glaube ich, gleich erstmal sein. Wenn das so schnell rast, dann kann es sein, dass ich jetzt dahin renne und das wieder alles weg ist. Holen wir uns lieber dieses Wappen da noch. Collectibles, Collectibles. Soll ja alles gemacht werden. Keine Ahnung, was es im Endeffekt bringt, aber 1 von 7. Da seht ihr mal, wie viele da noch fehlen. Wo ist Mahlzeit? Und diese Kokarde? Ach, die ist da auf dem Seil. Und wenn wir es schaffen, würde ich gerne noch diesen Dieb schnappen. Jetzt muss ich halt ein bisschen Gas geben, dass ich den wieder einhole. Na, der rennt ja nicht so schnell. Sag mal, das nennst du Rennen? Der fliegt ja selber fast hin. Stellt euch, Bürger. Mir geht langsam die Geduld aus. So, was sagst du jetzt? Kackvogel. Oh. Ich habe ihn irgendwie durch das Schlagen aus dem Rauch rausgehauen. Das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Pantheon. Okay, wir gehen lieber erstmal da oben. Und gucken, dass wir den Wachen möglichst nicht mehr begegnen. Weil wenn die sich erinnern, heißt das genauso viel wie, ich muss nur an ihnen vorbeilaufen und sie schnappen mich dann wieder. Oder wollen mich schnappen. Heißt ja nicht, dass sie es tun. So, dann würde ich sagen, wir sind schön entkommen. Dann war's das auch für heute schon wieder und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde da noch eine Nebenmission machen oder sowas in der Art, vielleicht von den Pariser Geschichten nochmal was. Ne, Nostradamus machen wir jetzt erstmal nicht, das ist mir zu hart gewesen letztes Mal. Ne, wir machen eine von den Pariser Geschichten und dann in der übernächsten Folge geben wir auf jeden Fall eine Mission an. Ich danke euch fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.